Willkommen zu meinem eigenen Podcast und Newsletter im Fokus. Mindestens einmal pro Woche hören Sie in dem Podcast. Und zweimal pro Woche, ihr werdet lesen. Im Newsletter diskutieren wir über Sicherheit und ihre Bedrohung mit einem besonderen Fokus auf Terrorismus und Spezialdienste. Direkt in Ihr E-Mail-Postfach erhalten Sie einen Medienüberblick mit einem eigenen Kommentar. Ich lade Sie ein, den Podcast ständig zu verfolgen und den Newsletter zu abonnieren. Richte dich auf den Podcast im Visier. Willkommen. Diesmal aus Spanien, genau gesagt aus Barcelona. Wir sind auf der Ralambla-Straße und es ist kein Zufall, dass wir genau von hier aus vorschlagen. Ihr nächste Aufnahme. Hier fand im August 2017 einer der Anschläge statt. Der Ort ist keineswegs zufällig, hier auf den Kopfsteinpflaster, auf eine Art und Weise. Ehrte die Opfer, sowohl die Tödlichen als auch die Verwundeten. Wir sind, wie ich sagte, in Katalonien. Tatsächlich grenzt die Region auch an die französisch-spanische Grenze. Hier auch leider. Separatismus hat seinen Anteil am gesellschaftlichen Leben. Die Wildhundert. Dies war wahrscheinlich auch kein Zufall, vielleicht können diese beiden Punkte verbunden werden. Dass es auch im Jahr 2017 ein berühmtes Referendum gab. Die Sache zieht sich bis heute hin. Es hat auch einen starken politischen Charakter angenommen. Dass eine Regierung, die versucht, die Mehrheit zu gewinnen, versucht, Wähler durch Amnestie an sich zu binden, über diese Verbindung mit Autonomie. Und die Reihenfolge der Kuriositäten. Im letzten Jahr, vielleicht vor 2 Jahren, ich erinnere mich nicht genau, stellte sich heraus, dass die Russen, sie wollten die katalanischen Separatisten stark unterstützen. Auf der einen Seite sollten Hunderttausende von Dollar fließen. Aber es wurde auch eine militärische Öffnung versprochen. Stu, nennen wir es, Kämpfer wurden angeboten. Den Katalanen. Was ist daraus geworden? Nicht wirklich viel. Wir sind an einem Ort, wo amerikanische Dienste, FBI, CIA, sie arbeiten auch sehr eng mit den Spaniern zusammen. Besonders im Hinblick auf verschiedene Bedrohungen mit Dschihadismus. Man sagt, dass sogar 300 Extremisten in letzter Zeit in diese Region gekommen sind. In Spanien daher hohes Risiko, hohe Sicherheit und starke Aktionen der Dienstleistungen. Wir haben sogar gerade Polizisten mit Langwaffen gesehen, die absolvieren. Hier ist nicht nur das Gebiet der Flugzeuge. Warum? Die amerikanischen Dienste betrachten diese Region als eines der 3 Hauptinteressengebiete im Hinblick auf ihre Aktivitäten. Nehmen Sie sich böse ab, sondern dschihadistische, logistische, rekrutierende, also das, was in terroristischen Aktionen tatsächlich sehr wichtig ist. Die spanischen Behörden haben die 4. von 5 eingeführt.
Notstufen sehr stark ist über kritische Infrastruktur und eine zusätzliche Kuriosität. Auch im Bereich der Kybernetik führen die Spanier sehr starke Aktionen durch, wie sie selbst sagen, Überwachung. Untertitel erstellt von der Amara Org Community. Bewegen Sie sich in Richtung des Podcasts im Visier. Alle Episoden des Podcasts im Visier sind auf über 20 der größten Podcast-Plattformen sowie auf YouTube verfügbar. Ich lade Sie auch ein, den Newsletter auf www.nazelolniku.com zu abonnieren. Wenn Sie den Podcast und den Newsletter im Fokus schätzen, lade ich Sie ein, auf der Website Patronite unter der Adresse patronite.pl am Ende zu unterstützen. Medium im Visier.